Hä? Aber die war nicht von uns. Scheiße, ja gut, das wird dir jetzt nur noch mehr auf die Fährte bringen. Yes! Ja, auch wie sie, wie einer abgeht, ey. I'm sorry to ask again, but your father hadn't said anything about the Phantom Thieves, correct? That's right. Please contact me if something catches your attention. It doesn't matter how trivial it seems. You don't have to force yourself, though. Just anything that comes to mind. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. The principal? No one told me about that. Ja, weil wir auch nichts damit zu tun hatten. Irgendjemand will da uns was ganz dick in die Schuhe schieben. Und was ist jetzt schon hier? So basically, your group didn't go after Okumura's life. Richtig. And even the death of Shujin's principal, who we found a calling card for, was the work of another. Genau. You don't sound like you're lying. Warum sollte ich lügen? If you wanted to deceive me, you could have easily woven up a much simpler lie than this metaverse. Vielleicht sieht sie an so ein bisschen das Licht endlich. Moreover, your account coincides with my own investigation. Is that even possible if it were made up? Da muss man schon. And I hate to admit, but with my line of work, I know a false testimony when I hear one. Ja, da muss man schon eine ziemlich große Fantasie haben. Ja, aber wie geht's nun weiter mit uns, hä? Still, if you set your sights on Okumura based on my intel, it'd be before his name was even ranked. Das haben wir ja auch nicht. You could have ignored him and targeted some other famous person. Ja, das ist. Why would you go so far as to further investigate and pursue this criminal? Weil er etwas Kriminelles getan hat. Ich kann Kriminelle nicht ignorieren. Simple enough. There's still no proof that another suspect exists. That said, it's safe enough to say that you aren't the murdering type. Unser Bündnis mit Sai wird vertieft. Rang 5, okay. Alright. But with the subsequent deaths of Okumura and Shujin's principal, the public's opinion changed. Pressed to prove your innocence, your next objective was... Hmm? What's the matter? Is it a side effect? Droge wirkt wohl nicht mehr, huh? What in the world did the police inject into you? Das wüsste ich auch gerne. Wahrscheinlich ein guter Cocktail. Und meine Sicht, sie fängt an, sich zu verzerren. Hey, hey, can you hear me? Ja, so halb. You need to stay focused. Was passiert mit uns jetzt? Oh. Don't scare me like that. If what you're saying is true, you must tell your side of the story to the end. We'll both be in trouble if your testimony becomes unreliable. Oha, hängt dein Job davon ab? Deine Karriere? Da muss ich mich wohl besonders anstrengen. Let's move on. At last we arrive at your most recent crime. Wow, unser Flashback nähert sich dem Ende. You know what I mean, don't you? Was meinst du? This calling card was delivered to your latest target, the one you had decided would prove your innocence. Und das ist Trommelwirbel? It was addressed to Sai Nijima.
myself. Ach du Manometer, wie sind wir denn darauf gekommen? Anscheinend. Now, explain everything to me. Anscheinend hat's ja nicht gewirkt, denn sie ist ja noch irgendwie ziemlich normal, oder? Ich meine, sie verhört uns ja schon die ganze Zeit. Naja, dann bin ich mal gespannt, was da so alles passiert ist. Konnte schon jemand Haru kontaktieren? Ich bisher noch nicht. Ich hatte auch kein Glück. Ich auch nicht. Sie nimmt nicht ab. Ja, sie hat auch, glaube ich, gerade ein paar andere Sorgen. Sieht nicht so aus, als ob sie auch irgendwelchen von unseren Chats gelesen hat. Ich mache mir Sorgen um ihr. Ich hoffe, Haru ist in Ordnung. Unserer Pflanze geht's gut. Können wir irgendwas machen? Nee. Könnten ja noch einen Anruf verpassen. Wir wissen immer noch nichts. Dann schlafen wir vielleicht noch mal eine Runde drüber. Na gut, dann müssen wir mal wohl abwarten, wie das Ganze weitergeht. Also wir haben es auf Sainijima selbst als nächstes abgesehen. Und sie machte ja in unserem ganzen Flashback, den wir das ganze Spiel bisher über hatten, nicht den Eindruck, als ob sie sich irgendwie verändert hätte. Naja, gut. Bin ich gespannt, was da wohl raus wird. Am Dienstag, den 13. Na dann. Oh, Matsuya-kun. Was ist Haru? Ich entschuldige mich, dass ich dir so früh am Morgen eine Nachricht schreibe. Die Dinge haben sich ein wenig beruhigt zu Hause, also dachte ich, da wäre doch etwas, was ich dir sagen könnte. Wie geht's dir? Ja. Danke. Da ist tatsächlich etwas, was mir aufgefallen ist. Ich denke, ich muss das mit allen besprechen. Wir sollten uns nach der Schule im Versteck treffen. Sieht so aus, als ob es Haru wohl irgendwie hinkriegt. Also gut, treffen wir uns nach der Schule mit allen. Oh, was sie da wohl gefunden hat. Also sie wird uns wahrscheinlich das auch wegen dem Direktor erzählen. Das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen, dass wir nichts mit dem gemacht haben, aber sie wird natürlich in Frage stellen, warum das erwähnt wurde ihr gegenüber von Sai. With this, preparations are finally in place. The public has praised them as allies of justice before they strike them back to the ground. Er steckt da also dahinter, ne? Now then, she'll be next. Ich glaube, ich weiß, von wem er da redet. Yes, I've already spoken to human resources about it. It will be a heavy responsibility, but I'm certain it'd be an honor for her. The culprits behind the mental shutdown cases she's been pursuing all this time. Das ist. Indeed. They'll become the criminals we've set them up to be. Just as you instructed.
Da haben wir es also gehört. Sie wollen uns als Kriminelle dastehen lassen. Wer ist das denn? Damn loud. Vulva. Hm? Where's Haru? She's the one that called us, so she'll show up eventually. Well, even though things have calmed down, she must be occupied with what happened to her father. Ah, das kann man wohl sagen. Wait, what? What's up? People are posting that we killed President Okumura. Oh man, das war ja bald sogar schon abzusehen. So it's begun already. What? Think about it. The CEO collapsed the way he did during an apology conference that our group caused. Ja. Raving about us so much, and now they just treat us like murderers? What a lightning-fast change of attitude. Ja, so geht das. They don't know a damn thing about our situation. Das interessiert die auch überhaupt gar nicht. Genau das ist das Problem. Calm down. Not everyone is necessarily saying that. But there's no way to vindicate ourselves. Da ist sie. Haru. I'm sorry I'm late. I'm the one who asked you all to make time for me too. My condolences. Must be rough. I'm okay now. I called everyone together because there was something worrying me. Did you all target the principal? Ah ja, gut, okay. Es war abzusehen, dass sie das meinte. Huh? The principal? You mean ours? Yes. What makes you say that? Yesterday, a public prosecutor came to my home. It was a woman named Nijima-san. I overheard her saying a calling card was found in the principal's office. Considering that this was right after what happened, it's got to be Shujin's. It's the first I've heard of it! Doesn't this all seem weird to you? Sehr sogar. It may just be my imagination. But I feel as if things are escalating far too quickly after President Okumura's incident. What do you mean? Perhaps we may have been set up by the real culprit. For real? That could be. Then we need to catch them as soon as possible. Ah, nur wer könnte das sein? Hold a moment. Can we assume we've been set up, though? We don't even know their objective. What else are we supposed to do, then? Let's all calm down for a moment. From what Haru said, even the police are suspecting that the Phantom Thieves are murderers. It wouldn't be wise to carelessly make a move at the moment. We need to act as normal students for now. Ist wahrscheinlich das Beste. In addition, we have midterms next week. Oh ja, das auch noch. Exams? At a time like this?
envy you, Futaba. Futaba? Hm? Got something on my mind. Gonna go home and look into it. I wonder what that could be. Hat sie vielleicht eine Spur? At any rate, we need to behave and not draw attention to ourselves. Understood? Ja, das scheint wohl das Einzige zu sein, was wir machen können. Besser als irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen, die uns möglicherweise noch mehr ins Fadenkreuz bringen. Obwohl das wahrscheinlich nur schwer möglich sein dürfte. Aber okay. Ja, diese scheiß Prüfungen stehen auch noch an, gerade wo wir jetzt so mitten in der Kacke stehen. Ja, wie schnell sich das doch ändern kann. Als wir in Hawaii waren, waren wir noch die Kings und jetzt müssen wir herhalten für irgendwelche Morde. For real? Sie haben ein Ankündigungsschreiben beim Rektor gefunden. Aber das ist unmöglich. Ach Gott. Schluck auf. Das ist lächerlich, sagt Mishima. Warum zweifeln die Leute an den Phantomdieben wegen dem, was mit Präsident Okumura passiert ist? Sie würden niemals so etwas tun. Ist das nicht wahr? Ja, sowas von. Ja, ich vertraue ihnen. Jedenfalls, es scheint so, als ob alle vergessen hätten, dass was sie bis dato getan haben. Das wird mich jedoch nicht davon abhalten. Ich werde sie weiterhin anfeuern. Stell sicher, dass du ihnen das sagst. Nun, wir sehen uns dann später. Mishima hat eine wenig eingeengte Sichtweise, aber er ist im Inneren eine gute Person. Wir können ihn nicht betrügen. Warum sollten wir das auch machen? Hey! Ich meine, auch wenn er ja, sich vor einer Weile so ein bisschen daneben benommen hat, hat er die Kurve ja noch gekriegt. Aber naja. Also alles, was wir jetzt tun können, ist rumsitzen und warten. Ja, das ist das, was wir besser tun sollten. Denn noch mehr Aufmerksamkeit irgendwie auf uns zu lenken, wäre jetzt gerade so ziemlich so ziemlich das Falscheste, was wir machen könnten. Aber gut. Es ist Freitag. Es tut mir leid, dass ich euch alle Sorgen bereitet habe. Ich werde nicht in der Lage sein, euch zu antworten für eine Weile. Du musst dir um uns keine Gedanken machen. Viel wichtiger, geht es dir soweit gut? Ich bin okay. Ich mache mir mehr Sorgen um die Leute in der Firma, um ehrlich zu sein. Es scheint so, als hätten alle Schwierigkeiten nicht nur mit den Kunden, aber auch mit der Presse. Sie kümmern sich um die Vorbereitung für die Beerdigung meines Vaters. Ich fühle mich so schuldig, dass ich nicht in der Lage war, ihnen zu helfen. Oder dass ich nicht in der Lage war, zu helfen. Das solltest du aber nicht. Alle verstehen, dass das hier eine schwierige Zeit ist für dich. Und wir sind da, wenn irgendwas passiert. Ich weiß, ich werde mich melden, sobald sich die Dinge hier beruhigt haben. Treib's nicht zu weit. Danke, ich spreche dann später mit euch. Gesegnet sei dieses Mädchen, macht sich um andere Sorgen in Zeiten wie diesen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Haru ist eine echt gute Seele. Vielleicht an manchen Stellen ein wenig zu gut. Aber ich wette, sie haben Okuma getötet, um ein Exempel an ihm zu statuieren.
Warum sollten sie ihn sonst während einer Pressekonferenz töten? Ich habe irgendwo gelesen, dass Okumura seine Tochter allein großgezogen hat. Vielleicht war er nicht so ein großartiger Manager, aber als Elternteil selbst habe ich Mitgefühl für ihn. Jemanden zu ermorden, das ist quasi, als würde man einen Schritt in Richtung Terrorismus begehen. Wie Shido und dieser Akechi-Junge gesagt haben, die Phantomdiebe sind eine Bedrohung.